Wunderschönen Freunde, sondern herzlich willkommen zu einem Video, zu einem neuen aus der Villa Chives. Sabibo fühlt richtig. Guck mal, hier ist aufgerissen, siehst du? Ach, war das gehört gar nicht so? Nee, war ja einfach bis hier. Das ist immer weiter, reißt es auf. Hm. Und das ist nicht an der Naht. Das heißt, ich kann dieses Kleid wahrscheinlich nicht immer retten. Das Gute ist, es hat nur 10 Cent gekostet. Nein, aber es war sehr günstig. Doch, da ist eine Naht drin. Guck mal. Nee, ja, aber das ist nicht an der Naht gerissen. Siehst du, hier ist die Naht gerissen. Und immer, wenn ich mich hinsetze, dann... Ja klar, wenn du hier auch immer hier auf Sexy Bear machst. So bin ich. Erinnerst du dich noch, wann ich das gekauft habe? Ja, hast du mir nicht letztens erst die Frage gestellt? Nein, das mache ich dir bei verschiedenen Klamotten. Das ist jetzt gerade wieder ein neues... Eine Frage, die du mir bitte nicht stellen sollst, ich weiß es nicht. Aber das war doch hier. Wo? Hier auf Lomski. Genau. Wann war das? 34.12. Das war, wo ich ganz am Anfang schwanger war, wo wir die Schwangerschaft angekündigt haben. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Nicht nur herzlichen Glückwunsch zu diesem Kleid, sondern auch herzlichen Glückwunsch zu unserem Jahrestag. Ist Sabibo gerade ausgefallen, während ich hinten die Poolfliesen aufgesammelt habe, die da gerade auseinandergefallen sind. Nee, weil ich geguckt habe, dass heute der 1. Februar ist. Und 1. Februar hat direkt bei mir Klick gemacht. Stimmt. Im Gegensatz zu dir. Direkt, der Tag ist schon halb rum. Also direkt. Ich habe aber die ganze Zeit nicht gewusst, welchen Tag wir gerade haben. Naja, jetzt mittlerweile haben wir auch unseren Hochzeitstag, ne? Wo man irgendwie von Anfang an wieder anfängt, so, ne? Eigentlich voll traurig. Ich habe auch gerade, als du gesagt hast, ey, wir haben heute unseren Jahrestag, ich dachte so, das war doch Oktober? Moment. Ja, krass, 7 Jahre zusammen. Ja, das verflixte 7. Jahr haben wir überstanden. Yes! Gibt's das, komm, ist das verflixte 8. oder? Wer weiß, vielleicht kommt irgendwas anderes auf euch zu. Oder auf uns zu. So, aber fangen wir jetzt mal an mit dem Villa-Update. Ihr werdet es nicht glauben, aber der Steintyp ist nach wie vielen Monaten? 8 Monaten? Der heißt auch Steintyp. Fertig. Ich glaub's ehrlich gesagt noch nicht. Nee, ich habe da hinten noch einige Steine gesehen. Gehört er schon ein bisschen zur Familie? Er hat da hinten auf jeden Fall so auf die Schnelle so ein paar Steine gelegt, ohne sie zu betonieren. Ah, okay. Weil er an dem Tag fertig werden wollte. Aber nichtsdestotrotz, er hat es sehr, sehr schön gemacht. Ja, gerade wenn man sich zum Beispiel hier diesen Bereich anschaut. Also er hat ein richtig schönes Mosaik-Puzzle quasi draus gemacht. Die Steine passen sehr schön. Aber wir müssen natürlich, um das Beet jetzt perfekt zu setzen, so wie wir es haben wollen, den Innenraum noch auffüllen. Wir sehen hier, ich weiß gar nicht, warum er diese, es ist wie ein bisschen so diese Yin und Yang Trennung. Eigentlich müssen wir hier jetzt schwarze Steine reinmachen. Nee, ich finde es eigentlich voll schön. Also sieht super schön aus. Aber jetzt muss hier Erde rein. Wir haben bestellt, sollte heute im Laufe des Tages, hoffentlich, werdet ihr mitbekommen, noch ankommen. Dann können wir das mit Erde auffüllen, die Elephant Ears ein bisschen erhöhen. Und dann haben wir hier diese perfekte Stufe. Dann wird es ja so wie dort drüben sein, ne? Hier haben wir schon mal schön die Steine aufgefüllt. Ja. Hier haben wir jetzt auch noch eine Pflanze reingepackt. Das ist ja ursprünglich eine Pflanze von der Brücke. Sieht ganz nice aus. Sieht ganz cool aus. Der Topf, den haben wir natürlich jetzt einen halben Meter eingegraben. Spaß, ist kaputt gegangen, deswegen haben wir die obere Hälfte nur genommen. Sieht aber ganz cool aus. Ja, ich finde auch. So haben wir ihn wenigstens irgendwie noch wiederverwendet. Und ich finde einfach durch diese Steine, es sieht so viel sauberer hier aus. Ja, ist sehr viel cleaner, wie wir vorher diese ganze Erd... Ich bin ja auch ein bisschen in die Palme gekommen. Vielleicht sind das noch die Regenüberresten. Nee, nee, du hast recht. Ja, stimmt. Hey, die Sonne scheint. Nieselbär. Wir haben übrigens, beziehungsweise Suga, hat einen Mataram-Tag gemacht. Mataram ist die Hauptstadt von Lombok. Und dort hat er ein paar Sachen eingekauft. Unter anderem eine Lichterkette. Beziehungsweise mehrere Lichterketten, aber eine Lichterkette ist letzten Endes für hier. Ich weiß noch nicht wo, ne? Also ich glaube hier vielleicht an die Palme und dann rein theoretisch hier so dran, ne? Müssen wir mal schauen. Die Frage ist, man machen... Man könnte so ein Dreieck machen, weißt du? So von hier, dahin, dahin und dann wieder hier. Ja, ist das nicht komisch, wenn man von hier guckt und so eine Doppellichterline hat? Einmal hier durch und einmal im Hintergrund durch. Weiß ich, oder macht man das vom Haus hoch und dann hinten raus zur Palme und dann runter irgendwo? Wo holen wir denn den Strom überhaupt her? Also Strom können wir rein theoretisch ja wieder hier einfach durchs Dach durch, hier oben irgendwo rein. Rein theoretisch gut, dass wir jetzt noch weitere Lampen planen und zwar genau hier, die sind auch inzwischen angekommen. Pass auf, eine Katze ist hinter dir. Hallo! Aber wenn wir jetzt diese Lampen montieren, kann man ja eventuell direkt an die Lichterkette denken, weißt du? Dass man das einfach in einem dann nicht im Nachhinein irgendwas machen muss. Hatten wir ja auch schon in einem Video erwähnt. Aber dass, die sind da, soll ich mal zeigen? Dass der Innenbereich hier, dieser Treppenbereich, abends sehr, sehr dunkel ist. Die einzigen Lichter, die wir haben, sind diese kleinen Ambiente-Lichter hier in der Treppe drin, an der Seite und über die große
Floating Steps Treppe nach oben auf jeder zweiten Stufe. In diesem gesamten Innenbereich ist tatsächlich nichts. Deswegen haben wir diesen Kameraden bestellt. 6 Stück insgesamt. Lass mal sehen. Das sind produziert solche in Bali. Aber was nicht so geil war, war tatsächlich, ich habe sie bestellt und irgendwie bin ich davon ausgegangen, wenn man eine Lampe bestellt, dann ist da auch so eine Halterung und ein Kabel dabei. Klar, keine Glühbirne, aber so, weißt du? Wie verwöhnt wir doch eigentlich sind. Das sind so Dinge, da denken wir inzwischen gar nicht mehr drüber nach, jedes Mal, ist wenn du eine Lampe kaufst. Ist eine Lampe und nicht nur ein Basket, nicht nur ein Lampenkorb, ja. Weißt du? Und dann haben wir nur das bekommen. Ja. Das hast du ja jetzt montiert, ne? Genau, die hast du sogar auch schon aus Material mitgebracht. Lampenhalterung plus Glühbirnenfassung. Genau. Quasi. Und jetzt auch die Kabel, ne? Ja. Die hast du ja jetzt schon montiert, die Kabel haben wir jetzt auch. Und hoffentlich kommt heute im Laufe des Tages ein Elektriker und dann können wir die schönen Lampen hier montieren. Ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird, denn die sind doch recht groß. Und wir haben uns überlegt, die so ein bisschen versetzt zu montieren. Die Frage ist, wir haben jetzt 6 von diesen Kanistern. Ja. Und die 6 hier verteilt oben irgendwo aufzuhängen auf einer Fläche von, ich sag mal, 10 Quadratmetern. Wir haben doch gesagt, das wird quasi nur in diesem Abschnitt. Nur in dem Holzabschnitt. Genau. So, dass du auch, wenn du drin sitzt im Wohnzimmer, beim hier rausschauen diese Lampen nicht siehst. Es ist nur dieser dunkle Innenbereich. Ja, bleibt doch sonst so stehen. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen höher, ne? Ja, aber hier an der Treppe geht das halt nicht, weil stell dir mal vor, keiner ist so groß. Ich bin schon ausreichend groß. Naja, ich bin noch nicht da oben an der Decke, Schatz. Mila war gestern im Zumba-Kurs. Erzähl mal, Mila. I like to move it. Yay. Hallo, Matt. Hallo. Unsere Gärtner sind da. Sai bi, terima kasih. Gerade noch erwähnt, Erde ist schon da. Sehr gut. Plants, ambil dulu. Ja, ambil dulu. Dann mangisi. Ambil data dulu. Okay, okay. Jumla berapa? Zipulo? Okay. Hier sieht man so ein bisschen, dass er keinen Bock mehr hatte, oder? Ja. Also du findest es schön, nee. Bei mir, ich weiß nicht, so gewöhnungsbedürftig. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, also ich finde es an sich cool, dass so ein gewisser Größenunterschied auch unter den Steinen da ist. Nee, das hat so ein bisschen was. Nee, nicht. Also ich finde, wenn dieses Konzept durchgehend so gemacht wurde, ja. Aber alles ist ja mit den kleinen Steinen und hier auch alles und auf einmal hier so. Und dann dachte er sich, oh, es ist irgendwie viel einfacher, mit den großen Steinen zu arbeiten. Dann mache ich das mal hier so weiter. Was halt so krass ist, er hat jeden einzelnen Stein von irgendwo da hinten ausgegraben und hier hochgetragen. Das ist halt schon crazy. Und damals schon auch bei diesem Weg. Schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr das? Ja. Ist das gut so oder habe ich irgendwie einen Knick in der Linse? Das hat halt nicht mehr so diese Ordnung. Ich mag das irgendwo, dass so große Steine irgendwo rausragen. Was ich dann aber nicht feiere, ist, dass es so fertig aussieht. Du aber dann hier auf einmal siehst, die Steine sind gar nicht befestigt, die sind einfach nur reingelegt. Aber eigentlich ganz cool, weil wenn mal irgendwie ein Stranger kommt, kannst du direkt nehmen und werfen. Boah, okay. Also wisst ihr Bescheid. Wenn ihr nächstes Mal unangekündigt hier in der Butze auftaucht, dann gibt es einen Stony. Aber diese Stufen finde ich an sich ganz cool, dass man hier auch hoch zu dem Buddha kommt. Aber auch hier so die letzten Stufen, ach, er auch, ist auch locker. Die letzten Stufen liegen einfach nur hier. Müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Aber wir haben ja diese Area sowieso noch nicht final. Ne? Das muss hier alles nochmal so ein bisschen gecleant werden. Grundsätzlich, dieser möchte gern Jasmin, diese Sträucher finde ich halt nicht schön. Ich glaube, wenn wir das jetzt auch auf sauber machen. Was ist? Möchte gern Jasmin. So. Next Step, möchte gern Lavendel. Wir hatten ja in dem einen Video thematisiert, dass wir Lavendel wollten aufgrund des sehr hohen Skorpion- und Mückenaufkommens hier. Und Lavendel sollte da helfen. Und sieht natürlich gut aus und riecht auch noch wahnsinnig gut. Und dann wurde uns hier irgendwas geschickt, wo dieser Gärtner hundertprozentig davon überzeugt war, dass es eine lokale, artverwandte Lavendelform ist. Und jetzt kommen halt die ersten Blüten raus. Und dann haben auch einige Zuschauer schon geschrieben, ey Leute, ihr habt euch wieder über den Tisch ziehen lassen. Das sind Engelsgesichter. Weiß zwar nicht, warum die Engelsgesichter heißen. Warte, gibt es ja auch was mit Blüten? Ey? Also gefühlt sind die Blüten auch echt gut noch nicht am Start. Hier sind ein paar. So, das sind Engelsgesichter. Die sehen nachher auch ganz cool aus, wenn sie dann über die gesamte Pflanze sich verbreiten, diese Blüten. Dann hast du hier auch richtig schön sogar Farbunterschiede. Vielleicht ist die Pflanze schön, aber ich wollte halt nicht einfach nur Blumen hier haben, sondern ich wollte halt diese Wirkung von Lavendel. Und ich liebe Lavendel einfach. So schade, auch dass hier immer gelogen wird. Das ist so nervig einfach. Aber an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an euch da draußen, weil ich finde es einfach so cool, dass wir so eine nice Community haben.
die uns einfach direkt aufklärt und sagt, ey, nee, Leute, das sind Engelsgesichter. Und dann habe ich gegoogelt und habe ich gedacht, ja, wirklich. Also die können mir sagen, was sie wollen, aber also, Lavendel ist es nicht. Das ist halt auch ein wirklich positiver Aspekt an dieser Dokumentation von dieser ganzen Geschichte, weil es immer jemanden unter euch gibt, der Ahnung von etwas hat und kann natürlich dann den Senf dazu drücken. Finde ich richtig cool, macht echt Spaß. An sich müsste man von jetzt an immer Leute aus unserer Community einladen und die machen dann für die gewissen Parts ihre Expertise. Ich glaube, die nächste Person, die einfach hierher kommt, die bringt einfach ein paar Lavendelsamen mit. Echt? Ich möchte ja auch unbedingt Dillpflanzen, so ein paar Sachen, die es hier halt auf Lombok nicht gibt. Und dann pflanzen wir das einfach. Vielleicht gibt es auch einen Grund dafür, warum es die hier auf Lombok nicht gibt. Nee, aber Lavendel eigentlich nicht. Also die mögen eigentlich das warme Klima. Das ist perfekt. Gerade Sonne, die brauchen auch nicht viel Nährstoff im Boden. Also wir geben dem noch eine Chance. Guck mal, Mila und ihr Freund. Die Süßberger, die zwei. Vielleicht können wir Mila ja mal fragen, wo sie ihr Schild platziert haben möchte. Milas Schild habe ich gerade platziert. Hast du schon? Ja, wollen wir mal gucken. Ja, hast du sie nicht gefragt? Nee, Milas. Ach so. Nicht das für Mila, sondern das, was Mila gemalt hat. Ich habe nämlich was draufgeschrieben. Guck mal. Schatz, als ob hier irgendjemand, wenn er dieses Schild sieht, umdrehen wird. Die werden ja einfach hier durchgehen und hier die Pflanzen kaputt machen. Als ob dieses Schild jetzt hier nur bedeutet, man darf nicht zwischen diesen beiden Pfosten durchgehen. Die werden ja trotzdem hier durchgehen, Schatz. Fakt ist, wir können ja vielleicht mal erzählen, die Arbeiter gerade, die auch den Pool machen, die den Müll abholen, die laufen immer hier längs, weil sie nicht da bei uns vorbeigehen wollen und machen unsere Pflanzen halt hier kaputt. Kannst du ja mal zeigen. Schatz, da darf man jetzt nicht mehr durch. Sorry. Wenn die Leute darauf achten würden, wäre es ja auch kein Problem, aber die latschen hier einfach alles kaputt. Das siehst du schon an den Pflanzen, dass die immer so hier zum Beispiel so weggedrückt sind, Blätter zerrissen sind und hier vor allen Dingen. Also hier wird richtig drauf getreten. Ja, die trampeln hier einfach alles kaputt. Also man sieht, dass der hier in der originalen Form nur ein bisschen zu trocken ist, aber eigentlich noch geht's. Aber hier vorne ist halt komplett Knickberger, alles zerlatscht. Aber vielleicht dadurch, dass wir ihn ja umgepflanzt haben, braucht er so ein bisschen Zeit, um sich zu regenerieren. Das kann auch vielleicht der Grund sein. Auf dem Schild steht Dilarang Masuk, das heißt Durchgang oder Eintreten verboten. Wir haben uns... Wir sind uns noch nicht einig. Rechts oder links, rechts oder links? Ich würde sagen, wir haben uns umentschieden, aber wir haben uns tatsächlich noch nicht entschieden. Wir wissen nur, dass diese Hundehütte sehr ungern besucht wird und einige Leute haben auch in den Kommentaren geschrieben, Pepper ist ein Rudeltier und möchte natürlich gerne bei den Leuten oder bei seinesgleichen nächtigen. Deswegen ist das da hinten zu sehr abgeschieden. Deswegen haben wir überlegt, gerade weil hier der Kratzbaum ist und die chillen ja auch immer zusammen hier mit den Katzen. Und letzten Endes schläft sie ja hier. Also eigentlich schläft sie da, aber da ist der Eingang zu den Gästezimmern. Genau, direkt hier vorne auf dem Boden. Oder halt oben, wenn es nicht regnet, direkt oben vor dem Glaszaun. Ja, aber da ist eher, da wartet sie, glaube ich, bis wir kommen. Und hier wartet sie, bis ich aus dem Arbeitszimmer rauskomme. Nee, aber nachts schläft sie auch hier. Oder auf dem Sunken Sofa. Auf dem Sofa, ja. Die Frage wäre jetzt entweder hier, das wäre ganz cool, weil hier die Katzen sind. Hier wäre Pepper und hier ist überdacht. So, wir haben jetzt gerade mal ein bisschen ausprobiert, es ist nicht leicht. Also wir haben es jetzt dazwischen geschoben, einmal provisorisch, passt nicht, ist zu lang. Hier können wir uns hinstellen, blöd, wenn der Regen da vorne so runterprasselt. Hatten wir jetzt als eine weitere Option, dass hier tatsächlich auf diesen Bereich, den wir ja erstmal gleich mit dieser Erde füllen wollen, oben drauf stellen. Da hier wäre es auch über die größte Stufe, die größte Plattform oben vom Regen geschützt. Und dann hätte sie quasi hier den gesamten oberen Bereich mit so ein bisschen Aussicht nach unten. Wir werden uns festlegen. Dauert aber wahrscheinlich noch ein bisschen. So, Freunde, ich glaube, wir haben uns entschieden. Wir werden das Hundehäuschen hier platzieren. Es wurde ja so eben mit Erde und Stein aufgefüllt. Und guck mal, wie schön das aussieht. Das sieht richtig süß aus. Also ich hätte gerne alles flach gehabt, aber wir haben mit den 10 Säcken Erde tatsächlich nicht mal die Hälfte dieses Innenraumes ausgefüllt gehabt, wie wir es eigentlich gebraucht hätten. Naja gut, jetzt haben wir das Häuschen gleich ein bisschen tiefer stehen. Wir müssen mal platzieren. Und ich, ja, lass mal gucken, wie es aussieht. Könnte cool werden. Bisschen schräg. Ja, wie geil. Und guck mal, da kommt schon der erste Bewohner. Ultra witzig. Schön, das sieht richtig cool aus. Jetzt kommt da noch ein saftiges Bettchen rein. Dann kann man da auf den Napf die Futterschale hinlegen. Mama hatte ja was gekauft, das letzte Mal hat es einfach nicht gepasst. Ja. Das war genau abgemessen für das Häuschen. Beziehungsweise das Häuschen wurde eigentlich für das Bettchen gebaut. Das ist schon crazy. Alles falsch gemacht. Stell dir mal vor, du kaufst zuerst Möbel. Und dann baust du das Haus für die Möbel. Ja, war ja auch so ein bisschen mit unserem Sunken Sofa, weißt du noch? Sunken Sofa war ja da und dann haben sie das Loch in das Sunken Sofa gebaut. Ja.
drei Versuche oder vier Versuche hat es gedauert, aber besser spät als gar nicht, sagt man, habe ich gehört. Passt. Irgendwo, jetzt. Ne? Während alle, wirklich alle Spaß im Pool haben, nehmen wir uns dieses Seil. Und haben auch Spaß. Die Leute denken sich so jetzt... Barrollenspielchen. Bondage. Schatz, soll ich das sonst nehmen? Gerne. Ah, übrigens, hier, Freunde, schaut euch mal diesen Kameraden an. Das sind keine Bondage-Spielchen hier. Das sind einfach die Stellen bzw. Hautirritation nach dem Kontakt mit dem Tomcat-Insekt. Hatten wir tatsächlich im Dezember 2020 das letzte Mal, also ich ja nicht, aber ich weiß, meine Mutti, du und Mila, ne? Mhm. Und diese Viecher, es ist unfassbar, die kommen nur zur Regensaison und die sind so winzig, so klein, wie so Ameisen, die fliegen. Wir blenden euch einmal ganz kurz ein Foto ein. Falls ihr diese Viecher seht, die kommen zum Licht, haltet Abstand, denn tatsächlich, die haben so eine Säure in sich. Und wenn diese Säure die Haut berührt, passiert dann, wenn sie sich halt draufsetzt und die kaputt gehen. Genau. Ja. Wenn man die zum Beispiel platt machen möchte, sollte man alles auf jeden Fall nicht mit der bloßen Haut machen. Ne? Beziehungsweise direkt danach waschen. Krasse ist, dass sobald die berührt, ich habe das hier zum Beispiel auch unter meinem Arm. Aber guck mal, wie es bei dir ist und wie es bei mir ist. Ja, das ist schon doll. Richtig krass. Aber ich habe das auch Außenseite Knie, sieht man jetzt nicht, ich habe lange Hose an. Aber jedes Mal, wenn ich so sitze, haben sich quasi die Stellen berührt. Und das ist halt das Krasse an dieser Säure. Die ist auf dieser Haut drauf und sobald diese Haut aufgeht und es quasi nässt und du damit mit einem anderen Haut- oder Körperteil es berührst, dann steckt es das quasi an. Seht ihr? Und dann war halt die Berührung von Knie auf Arm oder andersrum. Das ist ja bei mir genau das Gleiche. Ja, genau. Das hier, ne? Guck. Ja, ist auch diese Reibung, ja. Aber das Geile ist, es ist so richtig schön weich, weißt du? Pass auf hier, die Katze, nicht, dass sie gleich Matsch ist. Borstiger geht's nicht. Die Veras, die wir euch gerade gezeigt haben, die waren ja ursprünglich hier aus diesem Bereich, die wir umgepflanzt haben, weil es einfach so viele waren. Und die sahen so knackig grün aus. Alter, was das für Saftberger geworden sind hier, ne? Krass, ne? Ah, und hier sieht man unsere Fake-Lavendelpflanze. Ist ja irgendwie dadurch aufgefallen, dass hier auf einmal so ein Kamerad wächst mit pinken Blumen. Wir dachten so, what is this kind of Lavendel? Das ist kein Lavendel, Freunde. Aber könnte auch auf jeden Fall ganz hübsch aussehen, wenn das hier alles jetzt voll und buschig wird. Ja. Hopefully one day. Buschberger und Kamera installieren wir gleich noch. Ich glaube, die setzen wir hier unter das Dach. Aha. Und dann schießen wir in die Richtung. Und dann haben wir perfekte Kameraaufnahmen von den Affen. Ich habe gerade in der Nursery schon wieder gesehen, dass da so Tomaten halb angefressen auf dem Boden liegen. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass dieses Seil nicht ausreicht. Also entweder habe ich keine Einschätzung und bin eine Vollzeitpfeife, aber nee, guck mal. Es sind doch keine 21 Meter. Sollen angeblich 21 Meter sein. Never, ever, ever. Oder zumindest habe ich für 21 Meter bezahlt. Ich habe aber gemessen, das sind 6,5 Meter pro. Und ich habe dann pro Schnur, pro Reihe quasi. Okay. Wir haben drei Reihen. 18 Meter. Hab mal 7 gerechnet. Aber hast du auch 21. hier mit diesen... Ja. Ich hab hier extra gerechnet und das sind schon diese 6,50 Meter. Alter, was ist das für ein Sapsperger? Ja, die haben hier irgendwas gesealt am Ende, damit das nicht so auffranst. Dieses Material sah halt auch mal so aus, ist aber aus Jute. Und Jute ist so richtig... Hanf. Hab ich Jute? Sorry. Aus Hemp, aus Hanf. Hanf. Und das... bröckelt halt so auseinander. Ist auch nicht für Outdoor geeignet, haben wir im Nachhinein dann von irgendjemandem erfahren. Ja, und dieses, das sind so richtige Bootstampen. Angeblich. Aber werden wir ja sehen. So, ne? Wie teuer waren die eigentlich? Don't ask. Waren die teuer? 1,8, glaube ich. What? So teuer? Mhm. Für ein Seil? Mhm. Aber 21 Meter halt, ne? Hey, aber krass. Circa 100 Euro, ja. Circa 100 Euro für 21 Meter Seil mit einem Durchmesser von 4 Zentimetern. Kommt mir jetzt gerade viel vor. Mir kommt alles viel vor. Wir sind hier in Indonesien und wir zahlen hier irgendwie... Ich dachte, sowas kostet 10 Cent pro Meter, weißt du? Ich hätte so 50 Euro gedacht. Schreibt selber mal in die Kommentare für alle, die sich auskennen. Ja, sicherlich den einen oder anderen Seilexperten da drauf. Ja, die Sache ist, dass heutzutage für diese richtigen Bootstampen, Seile, hallo, sonst was... Flieger! ...sehr viel Polyester und so benutzt wird. Ich habe überall eingegeben Schiffsseile. Was soll man nehmen? Alles mit Polyester und irgendwelche... So, Polyester-Johnny. Wollen wir das einmal installieren oder was? Jetzt wird es interessant, weil dieses Seil ist 4 cm an der breitesten Stelle, aber du kannst das so richtig easy enger drehen quasi. Okay. Und weil das Loch ist 3,8, 3,9. Okay.
Und diese 4 von dem Seil kannst du easy runterdrehen. Und das ist jetzt auch 4. Das andere wäre 3,2 gewesen. Bisschen zu dünn. Glaubst du nicht, dass es reinpasst? Und das kann man nicht drehen, weil das so ultra fest ist. Ich finde, das sieht aber recht gleich aus. Ja, dachte ich auch. Aber das ist so hart, du kriegst es null bewegt. So, steck ihn rein. Passt? Nee. Jetzt ist die Frage, ist der Lümmel einfach nur zu dick? Oder müssen wir das Loch ein bisschen weiten? Müssen wir hier nochmal... Scheiße. 0,2 bohren. Aber hast du denn das Loch nachgemessen? Ich hab's gemessen. Aber es ist halt immer, guck mal, wenn die messen, da weißt du auch nicht, messen die hier Mitte oder messen die außen oder messen die ein bisschen schräg oder... Ich habe hier gemessen und es war auch ähnlich, aber guck mal, wie das ist halt so butterweich. So butterweich, dass es schon auseinanderfällt. Auseinanderfällt? What is this? Scheiße. Ciao. Tür zugefallen. Für immer gefangen. Oh, jetzt müssen wir irgendwann rufen. Lina ist nicht da. Lina hat heute frei. Hilfe! Mats? Saibi? Wie ist das Band, du, Kami? Helpers? The door is tutu. Das ging schneller als erwartet. Ja, pinto tutu. Makasi. So, Freunde, man muss aber auch immer das Positive sehen, denn dadurch, dass das Seil jetzt nicht passt, geht so Bibo Bang! Und ich? Also, Seil hat dieselbe Dicke. Hanf jedoch kann man drehen und es schmaler machen und dann rausziehen, durchziehen. Wenn man jetzt zum Beispiel hier versucht zu bewegen, geht auch nicht. Es ist ultra fest. Guck hier, nur so minimal. Das Ding musst du drehen und dann kriegst du es vielleicht durch. Mit mehreren Leuten. Ja, viel Spaß! Die Seil besteht aus Kokosnusspalmenfasern. Soll sehr stark sein. Mila hätte jetzt gesagt, Manometer. Hier in der Ecke wird auch nochmal interessant, denn hier ist denen, glaube ich, auch aufgefallen, dass das dicke Seil nicht um die Ecke durch dieses Loch passt. Und deswegen haben sie es hier wahrscheinlich komplett aufgeriffelt, nur eine Schlaufe durchgezogen und den Rest dann hier befestigt. Was aber auch schon alles kaputt ist. Dieses Wetter hier ist crazy. Sonne, Salzwasser, Wind, Regen, Alter, zerpflückt hier alles. Also Leute, was denkt ihr? Löcher größer bohren oder neues Seil holen? Also es gibt das Seil dann als nächste kleinere oder schmalere Dicke mit 3,2. Dann wäre das da aber so lose drin. Das wäre nicht cool. Ich glaube, wir sollten einfach auf 4 cm mit so einem Kreisbohrer, rein. Dann ist man es. Dann jetzt erstmal die Security Cam. Wo bringen wir die jetzt an? Ich glaube, wenn diese Kamera hier unten sitzt, wird es ziemlich bescheiden aussehen, weil wir halt nicht mehr diese wunderschönen freien Fluchtpunkte haben und hier so ein Dödel unten hängen haben. Ich überlege gerade, könnte man nicht gegebenenfalls... Guck mal, die Kamera einfach hier oben platzieren. Slightly unter dem Acryl. Sonne geht hier gleich unter, ich sehe halt auch mal einfach nichts, ne? Mist. Passt nicht. Hier ist direkt Stahl drunter. Wahrscheinlich dann doch hier. Dann wären wir hier positioniert und dann hätten wir die Nursery, die Brücke und auch die Outside-Dusche im Blick. Wenn wir da sind, ist das natürlich in Ordnung. Wenn dann eingemietet wird, dann werden wir die hier wahrscheinlich noch dichter ran positionieren. Mann, Griff passt nicht. Zu klein. Ey, das wäre eine saftige Challenge. Schrauben in einen Balken reinzudrehen auf Geschwindigkeit. Ich bin ja nach 3 schon Game Over. So, liebe Leute, angebracht. Ist auch ganz cool, weil du von hier die Kamera nicht so krass ersichtlich hast. Wir haben jetzt hier einmal den View. Was sagst du? Ja. Ist ein bisschen... Also ist cool, aber ist vielleicht ein bisschen zu weit. Ist ein bisschen zu weit, ne? Also eigentlich benötigen wir ja auch nur diesen Bereich. Und hinten die Nursery. Vielleicht drehe ich das einfach ein bisschen mehr. Wenn die Affen da sind, das sieht man ja wahrscheinlich dann gar nicht, weil die so klein sind. Ach, ja, okay. Das meine ich. Ja. Wäre vielleicht doch besser da, wo du meintest. Aber dann ist jetzt blöd, jetzt hast du hier Löcher reingemacht oder so, ne? Wenn wir die rausnehmen, haben wir 3 Löcher in dem Holz. Ja, aber was ich machen kann, ist, ich drehe es nur ein bisschen, damit es besser positioniert ist. Und ich mache eine nähere Perspektive. Aber grundsätzlich ist ganz cool, da was sehen zu können. Ja, auf jeden Fall. Vor allem können wir jetzt auch immer von überall halt schauen, wer sich wo befindet.
Wie lösen wir denn das Problem mit dem Seil? Ich habe Optionen gegeben. Optionen wären, mit so einem Lochbohrer das etwas weiter zu machen, damit wir das da durchstecken können. Oder neu kaufen. Dann müsstest du das Seil 21 Meter wieder zurücktragen. Ist das okay? Morgen früh werden die Lampen dort angebracht. Haben jetzt schon einen festen Termin. Morgen früh befinden wir uns im Kindergarten von der Eingewöhnung mit Miles. Und morgen gibt's News, Freunde. Deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt, werdet ein Teil von Team Chibo. Stay positive wie immer. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüssi.